Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Mein Name ist Steve und wenn ihr den Kanal abonniert habt, dann wisst ihr das bereits. Heute soll es ein paar News über den Eco Grand Prix 2019 in Oschersleben geben. Mein Ioniq lädt hier hinten gerade am Schnelllader von Christian Strahl. Über den haben wir auch schon mal berichtet, ziemlich cooler Typ. Der hat dieses Mehrfamilienhaus, ist quasi Mietshausbesitzer und hat sich gesagt, hey, ich stelle mir halt einfach mal einen Schnelllader in den Hof. Darum soll es aber nicht gehen. Wie gesagt, zurück zum Thema Eco Grand Prix 2019. Wenn euch das interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ja, der Eco Grand Prix ist natürlich mittlerweile in Europa eine Institution. Wir schauen mal kurz rein, was er so zu bieten hat. So, und wer jetzt Lust bekommen hat, da einfach mal mit dabei zu sein, mitzumachen, dieses Event zu erleben, dieses Rennsport-Feeling mitzuerleben, der kann sich natürlich immer noch eintragen. Es sind kurzfristig nochmal Plätze frei geworden. Ich verlinke es unten in meiner Videobeschreibung, ecograndprix.com/register. Da könnt ihr euch als Rennfahrer, als Team quasi noch registrieren. Ihr könnt daran teilnehmen. Ansonsten könnt ihr natürlich auch einfach so als Besucher vorbeikommen, in der Boxengasse dieses Rennsport-Feeling, die Atmosphäre einfach nochmal spüren. Und wenn ihr ein Elektroauto besitzt, dann könnt ihr natürlich auch mit diesem Elektroauto vorbeikommen und Probefahrten, respektive Mitfahrten anbieten. Es gibt dort eine gesonderte Kartstrecke, ich zeige sie mal hier gerade. Und auf dieser Kartstrecke werden natürlich Probefahrten stattfinden. Es wird immer nur ein Fahrzeug sein. Und dadurch, dass es kein öffentlicher Straßenraum ist, bietet diese Kartstrecke natürlich ganz andere Möglichkeiten, die Vorzüge der Elektromobilität, wie soll man sagen, hervorzuheben. Kommt auf jeden Fall vorbei bei dieser Veranstaltung. Wir von der Interessengemeinschaft werden auch vor Ort sein. Wir werden natürlich nicht nur 24 Stunden live streamen, zu dem komme ich später nochmal, sondern wir werden auch vor Ort sein und werden Ordnertätigkeit und übernehmen. Was bedeutet das? Wer unseren Kanal verfolgt oder wer vielleicht da war beim E-Cannonball in Berlin, der konnte das schon beobachten. Wir haben so ein bisschen geholfen, für die Ordnung zu sorgen und so auch beim Eco Grand Prix. Wir werden dort vor Ort die Pitbulls stellen, wir werden schauen, dass an der Einlasskontrolle, dass da alles sauber läuft bei den Testdrives und dazu komme ich jetzt. Wenn jemand von euch Zuschauern vielleicht auch Interesse hat, uns einfach dabei zu unterstützen, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an youtube@igembb.de, Link ist auch nochmal in der Videobeschreibung. Ja, wir sind einfach offen für Neues und wer auch Bock hat, dieses Rennsport-Feeling zu erleben, wer Lust hat, mit uns gemeinsam dieses Ding zu rocken und die E-Mobilität wieder ein Stück nach vorne zu pushen, der kann uns einfach gerne schreiben. Wir sind auf jeden Fall mehr als 24 Stunden vor Ort und wenn du Lust hast, irgendwie uns da zu begleiten, mit uns zusammen das Ding zu machen, dann melde dich gerne einfach bei uns. So, und jetzt zum Thema Livestream. Ich habe es ja schon angekündigt, wir werden 24 Stunden vom Eco Grand Prix streamen und natürlich kann ich das nicht ganz alleine machen, denn 24 Stunden labern, ja, ich kann eine Menge labern, aber 24 Stunden ist dann doch ein bisschen zu viel. Es wird so aussehen, dass wir zu jeder vollen Stunde einen Stream einstellen und wenn ihr den Kanal natürlich abonniert und die Glocke drückt, dann kriegt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn der von euch mit Erinnerung gesetzte Stream quasi startet, dass wir halt gerade online sind. Planung ist, dass zu jeder vollen Stunde mindestens 20 Minuten bis halbe Stunde online zu gehen. So, nun haben wir
einen sehr interessanten Stargast. Und zwar, uns wird ein bekannter YouTuber bei der Berichterstattung auf oder beim Echo Grand Prix unterstützen. Und damit begrüße ich mal hier unseren ominösen Co-Moderator. Steve, sei gegrüßt zu so später Stunde. Ja, hallo. Du wirst uns beim Echo Grand Prix unterstützen? Ja, total. Das ist auf jeden Fall sehr cool, denn wir brauchen natürlich Unterstützung, denn ich kann ja nicht alleine 24 Stunden reden. Der Echo Grand Prix, hast du dich denn damit schon mal auseinandergesetzt? Findest du das eine coole Veranstaltung? Ja, also ich denke mal, wer das Rennen das letzte Jahr verfolgt hat, der wurde schon eines Besseren belehrt, dass die vermeintlichen Favoriten bei dem Eco Grand Prix nicht wirklich dann am Schluss auch vorne sein müssen. Also für die, die es nicht wissen, im letzten Jahr hat ein Tesla Roadster gewonnen. Vor einem Hyundai Kona und vor einer Renault Zoe. Also das hätte, glaube ich, kaum einer erwartet. Und von daher ist das Interessante am Eco Grand Prix eben, wirklich so viele Runden wie möglich in 24 Stunden zu schaffen. Und da ist es fast egal, wie schnell das Auto ist, wie groß die Batterie ist. Da kommt es einfach nur ganz viel auf Taktik an und genau die Mitte zu finden zwischen Ladegeschwindigkeit und der Fahrgeschwindigkeit. Und das macht es einfach so interessant. So, und dein Bild ist jetzt ein bisschen komisch. Wollen wir den Zuschauern verraten, wer du bist? Nein, lass uns die Zuschauer einfach mal raten. Was glauben Sie? Was glauben deine Zuschauer, wer ich vielleicht bin? Wer kann ich sein? Wer bin ich nicht? Ich bin nicht Manuel Neuer. Okay, dann ratet doch mal fleißig, wer unser Co-Moderator ist. Schreibt es uns unten in die Kommentare. Tja, und mal gucken, wer zuerst errät, wer unser Co-Moderator ist. Hast du denn einen Tipp für uns, wer beim Echo Grand Prix gewinnen könnte? Also, wenn du von mir einen Tipp haben möchtest, boah, ein Tesla Model 3 oder ein Ioniq? Okay, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ja, man darf nicht vergessen, dass auch der Tesla Roadster aus dem letzten Jahr wieder mitfährt. Das heißt also, Favoriten sind auf jeden Fall gegeben, sind auf jeden Fall da. Ja, dann würde ich sagen, wir freuen uns weiter auf den Echo Grand Prix. Ihr, wenn ihr dabei sein wollt, anmelden, schreiben, wie auch immer. Und wenn ihr halt einfach als Besucher vorbeikommen wollt, kommt vorbei, zahlreich. Und es sei noch gesagt, Kinder unter 16 Jahren und Schüler mit Fridays for Future Armband haben freien Eintritt. Ich verlinke auch nochmal die Regularien, Eintrittsrichtlinien etc. pp. Unten in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn ihr zahlreich vorbeikommt. Und ja, dann sehen wir uns vor Ort und.